Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und wieder für euch hier in Dragonfly unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Diesmal bin ich auf meinem Schurken und zwar hat das folgenden Hintergrund. Ich will ja wieder ein paar T3-Teile gamblen und ab und an bekommt man ja diese Materialien raus, die wir auch beim Händler kaufen können. Und schwer haben wir hier Phylaktergewebe, schimpft sich das. Und das brauchen wir dementsprechend, um unser T3-Teil dann schlussendlich abzugraden. Das ist aber nicht accountweit, sondern, oder accountgebunden, sondern seelengebunden. Und jetzt dachte ich mir, ich habe doch von der Questreihe hier diese Handgelenke gekriegt. Und dementsprechend kann ich die mit diesem Zeug upgraden. Ich krieg das beim Gamblen hier nebenbei raus. Und jetzt habe ich letztens auf dem Mania gegambelt gehabt und habe gemerkt, ja super, jetzt habe ich das Zeug, aber ich kann es nicht wegschicken. Deswegen werde ich ab sofort jetzt auf dem Schurken weiter gamblen für meine T3-Teile. Und dann kann ich nämlich das Gedönse hier auch benutzen, um dann die T3-Handgelenke abzugraden, die ich ja eh durch die Quest bekommen habe, ne? Oder durch das Rätsel, je nachdem, wie man es nennen will. Dementsprechend, gut, ich würde sagen, jetzt legen wir aber los. Diesmal möchte ich ganz gerne Handschuhe gamblen, da brauche ich nämlich nochmal ein paar. Und zwar, wir gamblen wieder insgesamt 40 Stück. Achso, da müssen wir einmal umschalten, dass wir das einmal kaufen können. Wo haben wir es? Also Armschienen, Gamaschenstiftung, Stiefel, Stulpen sind es hier. 40 Stück, also 120 Marken geben wir aus. Ich habe die jetzt auch schon schön umgetauscht, ne? Man muss ja erst immer die Geißelsteine farmen. Und dann kann man die dementsprechend hier umtauschen. Ich mache das aktuell tatsächlich mit 4 Accounts parallel. Heißt, ich lade die ein und kriege dann mit jedem jeweils einen Geißelstein. Ein Run hier, Nax, sind quasi 15 Bosse, 15 Geißelsteine. Ne? Und wenn man das dann natürlich mit 4 Chars macht, gleichzeitig gibt es dann insgesamt 60 in einem Run. Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch und dann hoffen wir mal. Das erste Ding hat einen Teil gebracht. What? Okay, richtig lucky. Ich wollte gerade sagen, hey, ich habe doch drauf geklickt, weil es noch dasselbe Symbol hat. Holy shit. Okay, das war jetzt richtig lucky. Einfach das erste Teil. Holy moly. Okay, jetzt haben wir gerade auch so ein Gewebe gekriegt hier. Okay, geht schon gut los. Also ich bin ja, ich brauche zwar die T3-Sachen selber noch, ne? Also ich habe das Set vom Druid jetzt komplett fertig. Da habe ich auch das Achievement jetzt, beziehungsweise dann diese Upgrade-Teile. Aber die anderen Klassen bräuchte ich auch noch. Aktuell mache ich es aber eher so, dass ich die Dinger verkaufe. Und zwar habe ich jetzt auch schon einige eingekauft auf verschiedensten Servern tatsächlich. Und verkaufe die dann auf anderen Servern. Ne? Ich schaue es, wo günstig ist, kaufe es da ein und verkaufe es wieder auf einem anderen Server. Habe ja mehrere Accounts und habe da quasi die Gelegenheit, die hin und her zu traden. Zusätzlich farme ich natürlich auch ein bisschen selber was. Und hau das dann dementsprechend auch noch mit zusätzlichen Sachen. Handschuhe sind gerade ein Spot, wo ich sage, da fehlt mir ein bisschen was, ne? Deswegen gammeln wir jetzt die Handschuhe. Und nebenbei kann ich das Gewebe dann noch mitnehmen, um dementsprechend meinen eigenen Stuff noch abzugraden. Auf die lange Sicht habe ich tatsächlich vor, mir das T3 wahrscheinlich übers Black Market Auktionshaus zu holen. Und die letzten Teile, die mir dann noch fehlen, ne, die werde ich dann selber hier mit den Items mir hoch zusammenbasteln. Ich habe ja auch das Upgrade-Item, was ich bauen kann, also das sollte dann kein Stress sein. Aber ich denke mal, viele Sachen auf einigen Servern gehen halt auch für relativ geringe Beträge im Black Market weg. Und da kann man es jetzt mal probieren. Also bis jetzt habe ich zwar noch nichts gewonnen, ne, nichts Günstiges, aber mal schauen, das versuche ich jetzt mal ein bisschen. Gut, jetzt haben wir gleich alles durchgegambelt. Nach dem anfänglichen Glück kam jetzt leider nicht nochmal eins, aber wir schauen mal, ob was wert ist. Also hier haben wir ein Teil, was 9k wert ist, 3k, 24, 1000, okay, das ist nichts wert, 2k, das können wir vielleicht gucken, 26, 9, naja, das können wir schauen, knapp über 1000, 2k wert. Na, das ist alles Crap. Ja, komm, hier 1000er nochmal, 6k. Na gut, ob sich das natürlich verkauft, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Aber probieren kann man es mal. Okay, der Rest ist Käse, so wie ich das sehe. Und ja gut, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen was, was wir eventuell dann an den Mann oder die Frau bringen können. Und ja, war ja eigentlich lucky, quasi jetzt ein T3-Teil, was hier, ja, je nachdem, wo man guckt, ne?
Marktwert sind 500.000, minimal Sofortkaufspreis 388 hier auf Anto und regionaler Verkaufspreis sind sogar 600.000, also das ist einiges. Mal gucken, ob ich es so viel verkauft kriege. Ne? Muss man einen Server finden, wo es gut weggeht. Juti, das war's mit einem kleinen Opening. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart und ja, wenn ihr wollt, schaut ihr gerne ins nächste rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.